Herzlich willkommen zum Richtfest auf der größten Baustelle, die Jena Wohnen im Augenblick vorzuweisen hat. Wir befinden uns gerade auf den Friedensberg-Terrassen. Hier entstehen 9 Häuser mit jeweils 2 Eingängen, deswegen Doppelhaushälften mit insgesamt 96 Wohnungen. Angefangen haben wir mit den Planungen vor langer Zeit. Gebaut wird tatsächlich seit Mitte 2014 und die ersten Mieter, so Gott es will, werden einziehen Ende 2015. Heute Richtfest, über 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung. Friedensberg-Terrassen, sagt der Name schon, es ist terrassenförmig angelegt. Das ist einerseits eine Herausforderung, sozusagen in den Berg hineinzubauen und auch die Tiefgarage hier zu platzieren. Andererseits ist es im Grünen aber trotzdem stadtzentrumsnah. Also mit dem Fahrrad 5 bis 6 Minuten, zu Fuß 10 bis 12 Minuten und man ist im Zentrum von Jena. Und dann ist das Besondere natürlich, wenn man hier eine Wohnung bekommen hat, dass man einen richtig guten Blick hat. Und zwar von den Sonnenbergen über den Landgraf bis je nach Wohnung hin zum Jänzig. Ja, na gut, im Moment sieht man ja noch nicht so viel, aber ich denke, wenn es dann fertig ist, werden manche überrascht sein. Und das ist aber im Baugeschehen immer so. Also ich meine, man macht Richtfeste und es sieht ringsherum in der Infrastruktur noch ziemlich wüst aus und kann sich das nicht vorstellen. Aber wenn die Leute dann hier, Kinder, fröhliche Kinder, junge Familien, dann runtergucken vom Balkon und gucken ins Grün, vertragen sich mit den Kleingärtnern, die hier oben drüber sind, das ist ganz, ganz wichtig, dann stimmt das alles. Und ich denke, das funktioniert gut. Besonders am heutigen Tage ist eigentlich das Richtfest. Und da muss ich sagen, das ist ja erstmal für das eine Haus das Richtfest. Wir haben ja 10 weitere, also insgesamt 10 Häuser. Wir hoffen vielleicht auf 10 Richtfeste.